Herzlich willkommen im LOGOI, Institut für Philosophie und Diskurs in Aachen. Mein Name ist Undine Lang, Susanne Patzke. Wir stellen im Moment hier aus mit der Ausstellung Vom Lesen der Welt. Corona-bedingt können wir kein Publikum vor Ort empfangen. Die Eröffnung muss anders laufen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir eine Partnerin mit im Boot haben, Jutta Reichelt, Schriftstellerin aus Bremen, die uns jetzt zugeschaltet ist, und wir unterhalten uns über das Lesen. Jutta, als Schriftstellerin bist du Fachfrau. Und ich bin sehr froh, dass du unsere Ausstellung mit einem Text begleiten magst. Ja, vielen Dank. Genau. Morgen, als ich an das Gespräch gedacht habe, ist mir ein Bild in den Sinn gekommen. Ich glaube, dass ich das bei Jurek Becker mal gelesen habe, dass Schriftsteller, die sich übers Schreiben äußern und jetzt in diesem Fall vielleicht auch übers Lesen, so ein bisschen sind wie Vögel, die so tun, als seien sie Ornithologen. Und ich habe darüber nachgedacht, dass wir drei eigentlich alle so ein bisschen von außen ja auf das Lesen gucken, weil ich als Schriftstellerin, das ist ja ein bisschen das, worüber ich in dem Text erzähle, eben auch ganz viel lese und das Lesen und das Schreiben sich gar nicht so richtig voneinander trennen lassen, aber doch natürlich vor allen Dingen schreibe und meine Aufmerksamkeit und mein Nachdenken im Schreiben gilt und ich jetzt gerade durch eure Ausstellung überhaupt dazu gekommen bin, mir mal so ein bisschen systematischer Gedanken über das Lesen zu machen. Und bei euch ist es ja in einer gewissen Weise, habe ich gedacht, auch so. Ihr seid nicht primär Leseexperten, sondern guckt auch eben so ein bisschen von außen da drauf. Könnt ihr damit was anfangen, mit dieser Beobachtung? Ja, man tut es halt, weil man es kann. Ohne groß drüber nachzudenken, oder? Ja, aber wir haben ja ganz unterschiedliche Lesezugänge und Lesarten hier in dieser Ausstellung. Und auch unsere beiden künstlerischen Positionen gehen ja ganz unterschiedlich mit dem Phänomen des Lesens um. Und vielleicht, Susanne, magst du zu deinen Bildern und dem Lesebezug etwas sagen? Also ich bilde ab, was beim Lesen passiert oder passieren kann. Also für mich ist Lesen auch ein Rückzugsort, es kann eine Zeitreise sein, es kann mich verändern, wenn ich eine aufmerksame Leserin bin, natürlich. Es kann ja auch sein, dass ich in dem Text, dass ich mich selber wiedererkenne oder einzelne Situationen wiedererkenne oder auch Gedanken dort in Worte gefasst werden, die ich es selber gar nicht in Worte fassen könnte. Sowas begeistert mich dann immer ganz besonders. Und ich bilde wirklich ab, so dieses, also kein konkretes Buch oder konkreten Roman oder so. Es ist keine Illustration, sondern eher das, was sonst noch passieren kann. Dass man sich in eine merkwürdige Situation begeben kann, in eine unmögliche Situation begeben kann, dass man auch jemand anders werden kann. Man kann ja auch sich mit der Schriftstellerin und dem Schriftsteller verwandeln. So, das ist eigentlich das, was ich abbilde. In Malerei? In Malerei, genau, in Malerei. In Malerei und Zeichnung und Druck und ja, so. Was ich jetzt gerade daran interessant finde, ist, du hast gesagt, dass man ja auch in so eine Lektüre so einsteigen kann, so versinken kann, dass man sozusagen die gesamte Außenwelt vergisst. Ja. Das ist etwas, was ich auch kenne und sehr schätze und was gleichzeitig aber ja in bestimmten Kontexten eher so sehr kritisch als eskapistische Fluchtbewegung gesehen wird. Ne? Also okay. Sozusagen die aufgeklärte intellektuelle Lektüre ist eben eine, die nicht zu solchen Fluchtorten führt, sondern die uns mit der Gegenwart in einen kritischen Diskurs führt. Dir ist dieses Versinken ist eine Erfahrung, die du selbst vom Lesen gut kennst. Oder? Ja, schon immer. Also soweit ich zurückdenken kann, dass das für mich einfach eine Möglichkeit war, in eine andere Welt zu kommen.
Und auch alles drumherum auszuschalten. Also das geht mir auch heute noch so teilweise, dass wenn ich dann angesprochen werde, unterbrochen werde, dass ich manchmal wieder mich erst einen Moment wieder zurechtfinden muss im Hier und Jetzt. Und dieses, dass man nachträglich vielleicht nochmal anders drauf guckt, wenn man wieder da ist, in der Jetzt-Welt. Man hat ja nicht vergessen, was man gelesen hat, oder ich habe dann nicht vergessen, was ich gelesen habe. Das kann ja trotzdem passieren. Aber während des Lesens, das finde ich das Genussvolle. Genau, das ist ein ganz großes Thema, auf das wir sicherlich auch noch kommen werden. Die unterschiedlichen Lesarten, die möglich sind. Ja. Du hast eben noch erwähnt, die Möglichkeit, das Lesen zu verändern. Für innere Veränderungen, Veränderungsprozessen, die auch immer führen. Ja. Das ist natürlich was die Schriftstellerin, die ich bin, mich glücklich machen lässt. Kannst du da irgendwas fallen dir konkrete Lektüren ein, wo du sagen würdest, das hat was für dich verändert an deiner Weise, in die Welt zu gucken? Oder ist das eher was unsichtbar passiert? Konkret fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber ich weiß einfach, dass ich manchmal Ansichten hatte, die ich dann dadurch, dass mir da andere Argumente geliefert wurden, kann ja auch innerhalb eines Romans sein, ich dann vielleicht doch meine eigene Meinung auch nochmal überdacht habe, ob die sich dann maßgeblich ändert oder nicht, aber ein Stück weit wird sie sich ja ändern, allein weil ich schon nochmal drüber nachgedacht habe. Und nicht meine Meinung, die ist jetzt so, die kann ich in die Schublade packen, da bleibt die dann, das ist fertig. Jetzt kann ich mich dem Nächsten zuwenden, sondern dass man auch bereit ist oder dass ich bereit bin, das nochmal anders zu sehen. Oder einfach auch der Schriftstellerin, dem Schriftsteller zu widersprechen, innerlich. Ja, so, dass ich sage, Quatsch, ich schreibe auch in Bücher rein, muss ich gestehen. Das wirklich eine ganz große Qualität an Literatur ist und auch eine, die eben nicht in anderen Medien so möglich ist, dass man eben in die Köpfe anderer Menschen reinkommt. Mhm. Und das ist sicherlich eine ganz wunderbare Seite an Literatur. Ja. Undine, und könntest du ein bisschen erzählen über deine künstlerische Herangehensweise oder deine Verbindung zum Thema? Oder Also betrifft? Wir haben eben über das Lesen von Literatur gesprochen, als Quelle auch für weitere Übersetzungen in Malerei. Ich gehe anders an das Thema ran. Ich komme aus der Ecke Künstlerbücher. Ich beschäftige mich schon lange mit Kunst in Buchform. Nicht Bücher über Kunst, sondern Künstlerbücher, die eine eigene Gattung bilden, die leider noch nicht so sonderlich bekannt ist. Aber gerade das Buch ist ja direkt mit dem Lesen verknüpft, und indem ich andere Bücher zeige, werden natürlich auch andere Lesarten nötig. Und insofern gehe ich nicht unbedingt von einem literarischen Text aus, sondern erkunde eher die Lesarten des Buches, des Medium-Buches, des Dinges-Buch. Also dass das Buch andere Formen annimmt, andere Materialien, andere Bindungsarten, und erkunde dadurch das Feld von einer ganz anderen Seite. Vielleicht rollen wir vielleicht gehen wir von zwei verschiedenen Seiten auf das gleiche Thema los und treffen uns dabei in der Mitte. Mhm. Und vielleicht ist es auch so zu der Ausstellung gekommen, dass wir beide Zugänge haben zu einem Feld, die sehr unterschiedlich sind, aber sich gegenseitig bereichern können. Mhm. Und ja, es gibt literarische Bezüge bei meinen Künstlerbüchern auch immer mal wieder, dass ich Textzeilen aufgreife, dass ich, wenn es auch nur der Titel ist, mich auf literarische Figuren beziehe. Insofern umspielt es das Thema der Literatur, aber ich arbeite nicht mit Texten. Das ist, glaube ich, ein ganz gewaltiger Unterschied. Die wenigsten Künstlerbücher, die ich gemacht habe, enthalten tatsächlich lesbaren Text. Es sind eher Bilderfolgen, die ich in diesen Büchern zeige. Zum Beispiel das Faltbuch Attis. Attis, eine Figur aus der griechischen Mythologie, da haben wir schon wieder den Literaturbezug. Aber im Grunde sind es nur Figuren, Zeichnungen von organischen Formen, die sich sukzessive verändern, eine Metamorphose durchlaufen,
die ich in dieser grafischen Form zeigen kann und wo der Literaturbezug eigentlich nur um die Ecke gedacht vorhanden ist, indem ich Ovid im Titel zitiere und als Metamorphose natürlich auch immer Ovids Metamorphosen im Hinterkopf habe, aber es nicht ausformuliere und jetzt besonders betone, dass diese Literatur da im Hintergrund ist. Es ist eher so ein Fundament, auf dem ich dann aber künstlerisch, gestalterisch, bildnerisch arbeite. Aber insofern haben die Bücher immer auch einen Inhalt. Es wäre ja auch denkbar, oder? Dass es Bücher gibt, die einfach Künstlerbücher gibt, die das Buch, als Medium feiern. Und völlig auf Inhalt verzichten, oder? Du hast Inhalt, aber er ist eben nicht buchstäblich, oder? Genau, so ist es. Also es gibt Künstlerbücher, die nur durch das Material skulptural arbeiten. Die habe ich nicht. Also es ist immer ein Thema, haben auch immer einen Titel. Oft habe ich auch eine Aussage, die mir wichtig ist. Das ist recht oft ein Pflanzenbezug, wo dann auch Umweltproblematiken angesprochen werden in abstrahierter Form. Also ich habe da schon auch ein gewisses Sendungsbewusstseinbedürfnis, da auch was zu formulieren, aber eben nicht in Textform. Man kann die Bücher blättern, bewegen, öffnen, schließen. Anders als bei Bildern habe ich mehrere sukzessive Eindrücke. Aber entsprechend komplex ist manchmal auch der Inhalt, dass ich da nicht auskomme, das Ding einfach nur zu zeigen und es auf das Regal zu legen. Das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Malerei und Künstlerbuch. Den Schlüssel braucht man schon noch. Ja, ja. Wir haben hier in der Ausstellung zum Beispiel ein Künstlerbuch, was etwa einmal ein Meter groß ist und wenn man es öffnet, entsprechend 2 Meter groß, was hier auf diesem Tisch dann auch mal ausgebreitet liegen wird. Das vielleicht ein bisschen mehr noch zu sagen? Das ist ein Buch, was auch eine Metamorphose zeigt, eine Pflanzenform, die sich immer weiterentwickelt. Das sieht etwas nach Biobuch aus, heißt Hortus Duriensis, der Garten von Düren, und war ein Buch, was in einem Park in Düren ausgestellt war, draußen, Wind und Wetter ausgesetzt, in der Natur, mit dem entsprechenden Naturbezug auch im Buch. Und insofern zeige ich mit ganz klaren Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die sehr sachlich aussehen, wie in einem Biobuch, zeige ich aber eine Entwicklung, die eigentlich absurd ist. Und dieses Spiel, das macht mir Freude und da ist das Medium Buch einfach sehr geeignet, solche Prozesse zeigen zu können. Das könnte ich nicht mit Wörtern erzählen und ich könnte es auch nicht unbedingt mit einer reinen Bilderfolge als Grafiken an der Wand zeigen. Da ist einfach das Buch auch mit dieser ganzen Geschichte der Buchtraditionen, des Buchdrucks, der Bibliotheken, wie Bildung gelebt wurde, wie Bildungstraditionen weitergegeben wurden. Das schwingt alles mit in diesem einen Objekt. Vielleicht könnt ihr beide ein bisschen was sagen zu dem, unter welchem Aspekt ihr ausgewählt habt, was jetzt in der Ausstellung zu sehen ist. Vielleicht ist das einfacher bei den Bildern erstmal, bei den Malereien, die du zusammengestellt hast. Ich habe ich habe geguckt, dass ich also einmal dieses Lesen pur, also diese, wenn ich jemanden sehe, der liest, eben den zu zeigen, so, davon habe ich Bilder, da habe ich auch Bilder und Zeichnungen und auch Drucke zu. Das habe ich einmal mit reingenommen und das andere eben dieses, was oder für mich persönlich einfach noch stärker oder wichtiger ist, diese Verwandlung, von der ich eben sprach, eben die passieren kann oder dieses Verrutschen in eine andere Welt, dieses, die beiden Seiten habe ich mit reingenommen eigentlich. Also ich mache Ölmalerei halt auf der einen Seite. Da gehe ich dann auch nochmal über die Collage hin zur Malerei, in dem, wo es sich verändert halt. Und dann habe ich ganz klassisch die Tuschezeichnung halt mit Feder und Pinsel.
und dann eben Linolschnitt als Druck. Ich habe einzelne Künstlerbücher rausgesucht, die literarische Zitate enthalten. Also da gibt es ein Objektbuch, das heißt, das sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein Buch, weil es auch gar nicht mehr rechteckig ist und auch nicht viele Seiten hat, aber trotzdem noch einen Deckel und Papier innen. Das zitiert Schiller mit der Ode an die Freude. Der Text ist in Chiffren gedruckt. Ich habe da eine Art Geheimschrift angewendet. Es ist also nicht direkt lesbar, wenn ich nicht diesen Code habe, diese Geheimschrift entschlüsseln kann. Aber zu lesen wäre da, wo dein sanfter Flügel weilt. Also alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Also dieser verbindende Charakter, den stelle ich da in den Mittelpunkt. Das Buch selbst hat die äußere Gestalt, es ähnelt Flügeln. Die Klappen, die Buchdeckel haben also diese Flügelform und nehmen das, was im Inhalt, im Text ist, eben auch mit in die äußere Form wieder auf. Und dann habe ich noch ausgewählt Bücher, in denen tatsächlich auch ein wenig Text ist. Also es gibt ein ganz neues Buch, was ich in diesem Jahr fertiggestellt habe, wo eine Seite erklärender Text drin ist. Das ist eher selten bei mir in den Künstlerbüchern. Ein historisches Zitat. Auch dieses Buch, die Wolfenbütteler Pöbelkräuter, beziehen sich auf Pflanzen. Da war mir aber wichtig, dass wirklich verstanden wird, was diese herausreißbaren Pflanzenzeichnungen sollen. Denn es ist ja selten, dass man ein Buch hat, aus dem man einfach Seiten rausreißen soll, planmäßig. Man kann sich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden. Und so ein bisschen wie eine Anleitung brauchte dieses Buch einfach Text. Es geht um Pflanzen, die vor der Bibliothek in Wolfenbüttel in den Fugen wild wachsen. Unkräuter könnte man sie nennen. Ich habe das Wort Pöbelkräuter aus einem historischen Text mir der gemeine Pöbel herausgepickt. Mhm. Albrecht von Haller, das ist ein historisches, langes Gedicht, wo eine Gesellschaftsordnung als Pflanzenordnung beschrieben wird. Und eine ganz klare Hierarchie, was ist besser, was ist schlechter. Und die Pöbelkräuter sind natürlich die schlechteren und entsprechend die Unkräuter. Und da ist dann die Frage, reißt man sie raus oder reißt man sie nicht raus? Das habe ich übertragen in den Seiten, wo ich diese Pflanzen gezeichnet habe. Auch da die Entscheidung, reiße ich sie raus oder reiße ich sie nicht raus? Und da stelle ich die Frage nach dem Wert dieser Natur. Ja, wir sind jetzt beim Lesen, unser Lesebezug zu unseren Kunstwerken. Aber ich bin ja so froh, dass wir, Jutta, dich als Schriftstellerin hier mit in diesem Projekt haben. Und vielleicht kannst du aus deiner Sicht da noch mal etwas dazu sagen. Ich habe dann hier mich ein bisschen mein Bücherregal umgeguckt und habe dann sofort fiel mein Blick auf einen Titel, erst lesen, dann schreiben, also der genau das Gegenteil eigentlich nahelegt, dass es zwei getrennte Sachen sind, dass man sozusagen erstmal lesen, viel lesen sollte. Und das stimmt ja auch, wenn man sich ein Schreiben machen will und gucken sollte, wie haben es die anderen gemacht. Und es ist so eine Vorstellung, aber wenn man dann eben, wenn einer dann beginnt zu schreiben, dann sollte sie sich auch wiederum von den anderen Texten eher fernhalten und das Lesen einstellen, damit sich nicht fremde Töne in den eigenen hineindrängen. Und das mag im Einzelfall auch nur da alles sinnvoll sein. Und es ist auch so natürlich, dass man manchmal immer weiter recherchiert und immer weiter liest, nur um das Schreiben hinauszuzögern. Aber genau, ein, wie ich finde, auch ganz guter Tipp für Leute, die Schwierigkeiten haben, ins Schreiben zu kommen, ist deswegen auch, das Schreiben mitten im Satz zu beenden, dann einfach am nächsten Tag besser reinkommt, wenn man dann eben als erstes diesen Satz beendet, was einfacher ist, als wenn man zum Beispiel einen Gedanken ganz zu Ende gebracht hat und jetzt überlegen muss, am nächsten Tag, okay, mache ich weiter. Also das Schreiben und das Lesen lassen sich eigentlich insofern gar nicht so richtig voneinander trennen, finde ich. Texte sind oft klüger als ihre Autoren, Autorinnen. Zusammenfassend, das
ich als Autorin eben keineswegs immer diejenige bin, die am besten weiß, was im Text steht, sondern dass ich zwar, dass es immer auch wieder Sachen gibt, die ich selber in Texten entdecke, die ich geschrieben habe, die ich nicht lesen konnte, als ich sie geschrieben habe, oder die ich auch vielleicht zwischendurch nicht lesen konnte, wo ich jetzt wiederum denke, das gibt es ja gar nicht, das ist doch ganz offensichtlich nicht. Und das ist für mich ganz spannend, und da habe ich mich auch gefragt, ob es das bei euch gibt, wo irgendwie, dass ihr Sachen entdeckt, Zusammenhänge entdeckt, oder zwischen Werken oder in einem Werk, die euch im Schaffungsprozess noch gar nicht so bewusst waren. Das gibt es natürlich. Ja, und wenn es nur Zeichnungsreihen sind, ich würde jetzt die Komplexität von den Künstlerbüchern erstmal gar nicht reinnehmen wollen, aber allein bei Bildern, bei Zeichnungen, die ich ja auch mache, sehe ich manchmal, wenn ich ältere in die Hand nehme, mit Verblüffung, was ich da schon drin hatte, wo ich eigentlich erst später einen bestimmten Aspekt zu meinem Thema erklärt habe, und stelle dann fest, ich bin da eigentlich unterschwellig jahrelang schon an dem Thema dran. In deinem Text, Jutta, schreibst du, dass das Interesse an deinem Text schlagartig nachlässt, wenn er fertig ist, dass er dich dann eigentlich nicht mehr interessiert. Und im Grunde kann ich das sehr gut nachvollziehen, denn wenn Werke fertig sind, Zeichnungen, Drucke, Künstlerbücher, und sie könnten dann losgelassen werden aufs Publikum und ausgestellt werden, ab dem Punkt sind sie eigentlich erstmal für mich nicht mehr interessant. Ich habe alles getan, was ich tun kann und will, und ich habe meine Aussage getroffen, und damit könnte ich es theoretisch auch ins Regal stellen, und dann ist gut. Gefirnest und Schluss. Funktioniert natürlich nicht, denn natürlich müssen die Werke ans Publikum, denn nur da entfaltet sich die Aussage und kommt man in eine Kommunikation. Und ich fand also sehr schön, das zu lesen, dass das dir als Schriftstellerin da doch genauso geht, ähnlich geht. Ja, fand ich auch. War mir auch nicht so bewusst. Also, was Schriftstellerinnen angeht, also dass das da ähnlich ist, ne? So mit dem Abgeschlossenen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das, als ich selber noch gar nicht geschrieben habe, mal gelesen habe von einem Autor oder einer Autorin, ich weiß nicht mehr, und es damals nicht geglaubt habe. Und dachte, ja, das ist so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen kokett, jetzt zu sagen, auch meine alten Texte, die interessieren mich, lässt mich nie rein. Ich dachte, Quatsch, glaube ich nicht. Aber es ist tatsächlich so. Ist wahrscheinlich auch nicht, geht das nicht jedem so. Also man kann ja nicht immer alles so, ne? Gilt für alle. Ich denke auch, es gibt auch Künstlerinnen, die sagen so, ich kann mich schwer trennen von meinen Arbeiten auch oder so. Ne? Also das gibt es garantiert auch. Nur fand ich das auch lustig, das zu lesen und das wiederzusehen, dass es eben in der Form auch so geht. Ja. Ja, aber ich würde gerne noch mal für deinen Text etwas Werbung machen, denn wir werden ihn sowohl im Schaufenster aushängen, dass er also von der Straße aus lesbar ist für die Passantinnen und Passanten, aber auch auf der Website von Logoi. Und hier wird er auch ausliegen. Liegt auch also, vor Ort in der Ausstellung aus, also ist Bestandteil dieses ganzen Projektes. Und wenn er auch jetzt nicht hier gelesen ist in diesem Format, aber er ist wahrnehmbar lesbar für... Es da gehört dazu. Ja, genau. Ja. Vielen Dank dafür nochmal. Ja. Eine tolle Bereicherung. Ja, absolut. Das wünsche ich jetzt irgendwie und euch allen vor allem, ne, dass das auch auf diesem Weg eine gute Ausstellung wird, die auf viel Interesse und Resonanz stößt. Und ja, und natürlich, dass es im Dezember, das wäre natürlich toll, wenn sie wirklich auch noch begehbar wäre. Ja. Danke. Danke, Jutta. Bleib gesund. Tschüss.